Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Mit mir, Daniel, und wie immer mit dem Markus. Ja, und wir wollen dir sagen, wir machen gerade Urlaub. Wir hoffen, du auch. Und wenn du deinen Urlaub so richtig schön genießt oder dich noch auf deinen Urlaub freust oder noch immer wunderschöne Erinnerungen daran hast, dann wirst du verstehen, auch wir sind Menschen und müssen das tun. Deswegen, wir liegen gerade an irgendeinem exotischen Ort und knallen uns die Hucke weg mit Caipirinhas. Möglicherweise auch nicht. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen dich nicht so ganz alleine lassen in deiner wöchentlichen Inspiration und haben uns überlegt, wir suchen uns ein paar richtig, richtig gute Podcasts heraus, die wir in den letzten Monaten und Jahren aufgenommen haben, über die wir beide immer wieder, wenn wir uns auch treffen, einfach reden und sagen, weißt du noch, der Podcast war so richtig, richtig, richtig gut. Denn wir sind beide daran sehr stark gewachsen. Sie haben uns gut gefallen und manchmal werde ich auch gefragt, welchen Podcast findest du am besten? Und Markus hat die Frage auch immer, es sind immer wieder dieselben, auf die wir zurückkommen. Und die wollen wir mit dir teilen. Und es wird uns, ja, wir werden neugierig, ob du auch der Meinung bist, dass wir das gut kuratiert haben. Wenn nicht, schick uns, welchen du so gesehen hättest. Und ansonsten erzähl uns, ob Markus und ich über die Jahre hübscher, jugendlicher und dynamischer geworden sind oder wir einfach nur alt und verbittert geworden sind. Was denkst du, war es eher alt und verbittert oder jugendlich, dynamisch, frisch? Alt und weise ist meine präferierte Ansage. Meine Güte, jetzt stell dir vor, jetzt kommt dann der Cut und wir sehen plötzlich 8 Jahre jünger aus und das sehen wir und dann heulen wir. Das passiert bei Folge 800 oder so, wenn wir beide keine Haare mehr haben. Du musst lange Haare haben, glaube ich. Ich mich auch. In dem Sinne, schauen wir mal rein, was wir für euch haben. Es sind unsere Lieblingsfolgen der letzten Jahre, die uns am meisten haben wachsen lassen. Und ich würde sagen, without any further ado, habt viel Spaß und take care. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir, Daniel, und wie immer mit einem gut gelaunten Markus. Markus, es ist Sonntag, es ist Deep Dive-Zeit, möglicherweise auch Montag, Dienstag oder auch Mittwoch, je nachdem, wie du dich fühlst. Das ist uns auch vollkommen gleich. Solange du unseren Podcast hörst, sind wir glücklich. Wenn wir glücklich sind, bist du glücklich und die Welt ist einfach. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ich sage das einfach mal, weil ich finde, das klingt gut und das ist auch die Idee. Anyway, wir haben einen sehr, sehr, sehr spannenden Gast heute da. Und wie immer werde ich mal vorlesen, wer diese Person ist. Steht auf LinkedIn, ist der CEO von InstaHelp. Hört auf den Namen Bernadette Frech. Herzlich willkommen, Bernadette. Wie geht's dir? Hallo, servus, Daniel. Mir geht's gut und deine Intro war schon perfekt für unser Thema. Da freue ich mich. CEO von InstaHelp. Jetzt angenommen, du bist irgendwo unterwegs und Leute fragen dich, was machst denn du so beruflich? Was sagst du denen? InstaHelp ist ein Startup aus Graz und wir machen psychologische Beratung online. Wie reagieren Menschen darauf? Unterschiedlich, meist verhalten. Und manche öffnen gleich ihr ganzes Leben, je nachdem. Wirklich? Was war denn da so das Schrägste, was dir da passiert ist? Ich hoffe, die Person hört jetzt nicht zu, weil ich habe es total liebenswert gefunden. Aber auf dem Weg zu meinen Eltern im Zuge von 2 Stockwerken die gesamte Lebensgeschichte zu erfahren, inklusive mehrfacher Burnouts und dann relativ schwer irgendwie zu wissen, wann man jetzt zu den Eltern reingegangen, wann es dann noch höflich ist. Und ja, also es ist schon oft sehr, bei manchen Personen öffnet es dann schon auch viel, was ich aber sehr positiv sehe. Ja. Es ist aber natürlich schwierig, so ein Gespräch dann zu beenden und sagen, gut, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wie ist das Gespräch dann beendet? Dass ich mir bedankt habe für die Offenheit und dass ich das so wichtig finde, dass er das eben so offen alles darlegt. Und mir aber entschuldigt, dass meine Mama mich mit einem guten Essen verwöhnen wird und, und ich sie nicht warten lassen will. Ja. Das ist eine schöne Art, das zu machen. Aber klar, ich meine, wenn du natürlich so ein Thema hast und Personen sich dann dir öffnen, dann geben sie dir natürlich auch viel Verantwortung. Und manchmal kommt dann die Verantwortung auch in Momenten, wo man so gar nicht danach, damit rechnet, oder? Ja, also das ist sicherlich ein Thema, dass man, also wenn man so ein Startup macht wie InstaHelp,
Und so wie wir als gesamtes Team sind, wir sind alle sehr idealistisch getrieben. Also wir sind von unserer Vision, die mentale Gesundheit zu verbessern in Europa, wirklich überzeugt. Und jede und jeder von uns fühlt sich da mitverantwortlich. Natürlich werden wir nicht die Welt verändern, aber ein kleines Stück davon wollen wir schon verbessern. Und da gibt es viele Wege, das zu tun. Und das startet, glaube ich, schon im Kleinen, bei einem selbst, wie man im Alltag mit anderen Menschen, im Team miteinander, wie im Gespräch umgehen. Und dahin zu mehr Offenheit zu gehen, ist sicherlich einer der Punkte, die mir persönlich da wichtig sind. Das finde ich super spannend. Weißt du, vielleicht, fangen wir mal anders an. Du hast gesagt, ihr seid Idealisten. Woher kommt dieser Idealismus? Ich denke, also wenn es wieder auf Daten geht, der Markus ist ja auch hier. Ich bin zeitgleich auch forschend tätig beim Global Entrepreneurship Monitor und ich glaube, beide Datensätze und auch wahrscheinlich viele mehrere werden hoffentlich und Gott sei Dank zeigen, dass es in Summe immer mehr Personen gibt, die nicht nur wirtschaftlich getrieben sind von wirtschaftlichen Werten, sondern auch von gesellschafts- und umwelttechnischen Impact-Werten und eigentlich auch arbeiten, um Sinn zu finden. Und ich glaube, Idealist hin oder her, ich glaube, was unser Antrieb schon noch ist, ist, dass wir mit unserer Arbeitszeit was Sinnstiftendes machen. Und ich glaube, also ich unterrichte ja auch auf Unis, dass das vor allem unter jungen Leuten jetzt noch stärker wird. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung, die hier stattfindet. Ich weiß nicht, Markus, wie du das wahrnimmst. Ja, nehme ich ganz genauso wahr. Also ich glaube schon, dass da aus der nächsten Generation jetzt deutlich mehr Wille, beziehungsweise deutlich mehr auch der Fokus drauf liegt, dass das, was man beruflich macht, auch einen Sinn ergeben soll. Ich fände es spannend zu hören, wie sich das bei dir herauskristallisiert hat. Also wie bist du eigentlich zu InstaHelp gekommen? Was hast du davor gemacht und warum ist es dann eigentlich InstaHelp geworden? Also vielleicht da so die Brücke, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert. Die meisten denken ja, ich bin eine Psychologin. Ich habe nur die Freude, mit sehr vielen Psychologinnen zu arbeiten. Ich selbst bin Wirtschaftswissenschaftlerin, habe in Graz studiert an der FH Joanneum Internationales Management. Dadurch, dass es international war, bin ich auch mit Freude nach Italien gegangen, auf die Università degli Studi di Sassari aus dem wunderschönen Sardinien, auf einer Insel, da habe ich das Leben studiert und ein bisschen die Sprache, ganz wenig Wirtschaft. Und danach habe ich eigentlich so im Zuge meiner Abschlussarbeit so ein bisschen meine Passion für Daten und Forschung gesehen. Das hat mich selbst überrascht. Und bin dann den Weg hin zu einem PhD nach England gegangen, habe dort promoviert und da ist jetzt die Brücke zu InstaHelp in einem Themenfeld, das ich heute noch immer irrsinnig spannend finde, nämlich im Bereich der Emotionstheorien. Und habe mir angesehen, welche Emotionen was in uns bewirken und welche Taten wir aus unseren Emotionen heraus machen, die fast altruistisch sind, weil ich davon überzeugt bin, dass wir etwas Altruistisches in uns haben, entgegen sehr viel anderer Meinung in der Literatur. Und habe das auch in meiner Dissertation sozusagen auch gezeigt. Und mich mit diesem Themenfeld dann 6 Jahre lang beschäftigt. Ich war auf Universitäten als auch privat in der Beratung tätig und habe unter anderem auch ja, eben auch mit Startups zusammengearbeitet und so ist auch der Connect entstanden zu InstaHelp. Also InstaHelp, vielleicht dazu wieder die Geschichte, ist ja entstanden aus dem Exit von sms.at, einer großen Kommunikationsplattform, die unsere Semester kennen, ich weiß nicht, ob es die Jungen nur kennen. Ja, doch noch. Doch. Ja, auf jeden Fall aus diesem Exit ist dann im Nuki, dieses kontaktlose Türschloss, entstanden. Auch ein Grazer Erfolgsstartup, würde ich sagen. Und zum zweiten InstaHelp. Und der Martin Pansy hat beide Startups sehr voller Elan betrieben. Und als eben beide, wo man gemerkt hat, bei beiden ist eigentlich Potenzial drinnen, hat er sich auf Nuki fokussiert und ich bin dann bei InstaHelp ins Spiel gekommen. Warum habe ich mich jetzt dafür dieses Thema engagiert? Weil ich genau sehe, und vor allem damals, als ich eingestiegen bin, gesehen habe, dass eben dieses Thema psychische Gesundheit ein absolutes Tabuthema noch ist, und es uns oft irrsinnig belastet. Und ich irgendwo gedacht habe, ich könnte schon einen Beitrag leisten, hier den Markt aufzuarbeiten, und eben dieses Thema gesellschaftlich anders zu verankern. Und diesen Auftrag habe ich gesehen, plus
Natürlich, das Team ist total wichtig und die damals sehr wenigen Personen, die dabei waren, waren halt auch inhaltlich voll dahinter. Und das hat mir den Mut gegeben, das dann auch wirklich zu machen. Ich bin sehr neugierig. Also ich finde das Thema psychische Gesundheit ist unglaublich faszinierend. Und ich habe das Gefühl, es ist aber noch immer ein Wahnsinns-Tabuthema. Und jetzt habe ich das große Glück. Ich sehe mich ja manchmal so ein bisschen als teilnehmender Beobachter, wenn ich in Wien wohne. Ich bin ja selber halb Ire, halb Deutscher. Mein Sohn ist aber mittlerweile Österreich, was ich ganz, ganz, ganz lustig finde. Er ist Viertel Ire, Viertel Deutscher, halb Kolumbianer, aber österreichischer Staatsbürger. Also wir gehen davon aus, Rassist wird er nun nicht. Und wir wohnen im 9. Bezirk. Und der 9. Bezirk in Wien hat natürlich unter anderem, ist es natürlich quasi die Geburtsstätte der modernen Psychologie, wenn man möchte, wo Sigmund Freud auch gearbeitet und gewirkt hat. Und es scheint so ein bisschen das Mekka für Psychologinnen und Psychologen zu sein. In jeder Straße ist einer. Unfassbar. Und dennoch ist es ein Thema, über das kein Mensch spricht. Man sagt, morgen gehe ich zum Zahnarzt, ah, hier Weisheitszahn, bla bla bla, zum Glück nicht. Jeder spricht darüber. Aber fast kein Mensch ist bereit, sich darüber zu öffnen und zu reden. Es ist ein absolutes Tabuthema, obwohl wir genau in der Wiege leben. Das verstehe ich nicht. Zeitgleich viele Krankenkassen, die dort sehr, sehr, sehr notwendige Behandlung auch nicht unterstützen, wo dann oft der Vorgang ist und wollen sich umbringen. Nein, ja gut, können wir jetzt auch nicht so viel tun. Wow, how did that happen? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich genauso oft ratlos dastehe. Und mir denke, jede Person hat es sicherlich schon einmal gespürt, wie das ist, wenn man sich irrsinnige Sorgen macht. Jeder kennt das, wenn er vor irgendwas Angst hat. Ja? Die Angst einen fast lähmt, den Atem nimmt, wir fast Panik bekommen. Jeder von uns hat schon mal ganz einen schweren Liebeskummer vielleicht erlebt. Ich hoffe zwar nicht, aber es ist wahrscheinlich. Und weiß, wie schmerzhaft das ist. Wenn man eine Person, die man so liebt, verliert oder einen Todesfall hat in der Familie. Es gibt so viele Themenfelder, wo wir betroffen sind im Leben. Das muss nicht immer die Riesenlebenskrise sein. Es können Herausforderungen sein, es können auch einzelne Tage sein, es kann eine kurze Episode sein, in der wir sehr traurig sind, überfordert sind. Es kann so vieles sein und es ist vielschichtig. Und wenn wir aber von der Psyche sprechen, gibt es bei uns irgendwie, kommen wir vor, nur ein binäres Denken. Ich bin fit, stark, leistungsfähig, cool, ja? Oder ich bin verrückt, schwach, und so auf die Art, ja, also auf jeden Fall so in dieser verrückten Ecke irgendwie und schwer krank, depressiv, suizidgefährdet irgendwo, ja? Und irgendwo kommen wir vor, zwischen diesen beiden Polen ist sehr wenig Wissen da. Und wenn ich so zurückdenke, erinnert mich das ein bisschen in der Zeitreise versetzt, vor einigen Jahren, wie die Kinder Schokoriegel noch in die Schule mitbekommen haben und das ganze Thema Ernährung für uns ja auch irgendwie eine große Blase war. Und einen gesunden Ernährungsstil war zwar irgendwo wünschenswert, aber so groß, ja, Cola und so weiter, neues gern. Also ich möchte jetzt nicht Marken nennen, aber ungesunde, überzuckerte Getränke haben alle gerne getrunken. Und ich denke, da hat es auch eine große Bewegung gegeben. Die nächste Bewegung war für mich die ganze Fitnesskurve. Ja. Natürlich muss man auch in allen Bereichen, auch in diesen beiden Bereichen, jetzt sehen wir es für den psychischen Bereich, das kann schon wieder überschwappen. Ja. Wenn ich das alles exzessiv betreibe, dann wird das ja auch schon wieder krankhaft. Ja. Also man hat auch dieses übergesunde, lifestyleige, diese übertriebene Selbstoptimierung, die tut uns auch nicht gut. Ja. Aber trotzdem sieht man hier hat man auf jeden Fall schon viel gelernt, viel Education betrieben, Awareness betrieben und es ist auch in das Bildungssystem eingeflossen und man merkt, das trägt jetzt Früchte. Im psychischen Bereich hat das noch nicht stattgefunden und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum wir es nicht leben. Man sieht in Amerika oder in anderen Ländern, wo man diesem Thema, die in diesem Themenfeld voraus sind, wo das ja durchaus lifestyleig ist, einen Personal Shrink zu haben oder so, ja. Dass da ja zum Teil direkt in der Schule auch das Thema Resilienz unterrichtet wird. Und auf jeden Fall ist der Zugang schon ein anderer, die Eingliederung der Schulpsychologen ein anderer. Also da sehe ich schon bei uns, dass wir da total hinten nach sind und das Hauptthemenfeld aus meiner Sicht ist, es wird einfach nicht drüber gesprochen. Und dadurch, dass nicht drüber gesprochen wird, können wir keinen Fortschritt machen, weil wir als Menschen uns halt auch über Kommunikation weiterbilden. Und wir wahrscheinlich die Angst haben, darüber zu sprechen,
weil wir uns nicht irgendwie schwach darstellen wollen, nehme ich an. Also ich möchte das nicht bejahen, weil ich das so einen Fehler finde. aber ich fürchte ich es auch, so. Ich auch, aber. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist diese Angst und ich persönlich sehe das aber genau anders. Ja? Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, kriege ich einen Applaus. Aber wenn ich auf mich persönlich schaue, dass ich mental stark bleibe, dass ich zum Beispiel, du hast gesagt, du hast deinen Sohn, wenn du als Papa stark bleiben willst, ja, auch für deinen Sohn oder wir für unsere Kinder, und darauf auch achten, dass es uns mental gut geht, wir fit sind, unser Mindset klar ist, ja, dann ist das ja was Gutes, ist es eine Form der Stärke, des Vorausblickens. Und dass ich hier manchmal gerne das Gespräch suche mit einem neutralen Experten, der das zum Beispiel wirklich jetzt auch gelernt hat, ist ein notwendiger Schritt, wie ich es auch brauche, wenn mir mein Zahn schmerzt und ich wissen möchte, ist da alles okay oder nicht oder wie kann ich es besser machen. Und ich denke, es muss jetzt aber nicht immer auch ein Weg zum Psychologen sein. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass ich mit mir selbst einmal in ein Zielgespräch mich gehen traue, in ein ehrliches, und mir selbst einmal Zeiten in meinem vollgebuchten Kalender freiräume für mich selbst. Ich glaube, da sollte es starten, ja. Ach, ich finde das so schön. Ich sehe Markus nickt glücklich vor sich hin. Ich auch. Man muss kurz sagen, auch vollen Disclaimer, wir sehen das beide genauso wie du. Es war nur aus meiner Perspektive für mich auch eine lange Reise zu der Erkenntnis zu kommen. Ich bin ja heuer 40 geworden und ich bin ja aufgewachsen so mit solchen Dingern auch als Kerl, wo man sagt, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Indianer kennt keinen Schmerz. All diese ganzen Sätze, die im Prinzip, wenn man so möchte, eigentlich eine massenartige Verdrängungskultur sind. Oder auf Englisch sagt man so schön, now man up, be a man, bla 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 bla. Und da wird so ein Synonym geschaffen für, ich rede nicht über Probleme, weil ich irgendeinem, was auch immer, Bild entsprechen möchte. Und das Lustige ist aber, man drängt sich auch in so eine Art fast Selbstisolation, weil man natürlich merkt, es kommen Ängste auf. Und die Ängste werden aber gleichgesetzt mit Schwäche, was natürlich schlecht ist. Und dann fängt man an, sich selbst zu geißeln. Und ich erzähle das ja immer sehr gerne, dass ich eigentlich Zeit meines Lebens immer sehr damit zu kämpfen hatte und habe, dass ich ja sehr nervös werde, bevor ich auf Bühnen gehe. Und immer Leute sagen, was du siehst doch so selbstsicher aus. Mhm, selbstverständlich. Aber das war ein richtig großer Kampf. Und ich habe das eigentlich erst abgelegt, nachdem ich begonnen habe, Fernsehen zu machen. Und dort habe ich mir dann irgendwann gedacht, mein Gott, jetzt bist du gerade Fernsehmoderator geworden, du hast immer noch die Hosen voll. Was ist denn dort los? Und das war so kurz vor Tilt, wenn man so möchte. Innen drin hat alles randaliert und ich habe mir nur überlegt, wie ich da aus der Situation weglaufen kann. Am besten so gleich durch die Tür und ab zur Fremdenlegion. Und das Lustige ist, dann habe ich plötzlich irgendjemandem davon erzählt und ich habe gedacht, alle anderen sehen so selbstsicher aus, so confident, so entspannt. Und habe erzählt, boah, also ich bin immer fertig. Und die Antwort war, du? Nee, du siehst so selbstsicher aus. Ich habe das. Und dann bin ich drauf gekommen, Moment, jeder hat die Hosen voll. Und das Lustige ist, jedes Mal, wenn ich einen großen Auftritt habe, bin ich nervös. Und jedes Mal denke ich mir kurz vor, oh Mann. Und jedes Mal kribbelt's. Und jedes Mal ist mindestens ein Moment, wo ich mir denke, oh, was machst denn du hier? Nur der Weg dorthin war sehr weit und ich rede drüber. Und das Lustige ist, wenn ich dann in meinen Trainings auch drüber spreche, mein Pitch-Trainings, und ich erwähne, dass es mir so geht, ich spüre, wie die anderen Teilnehmer und Teilnehmer sind. So, mein Gott, ich auch. Und dann reden wir drüber. Das tut verdammt gut und ich finde es auch normal. Und für mich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, warum bin ich nervös? Na, weil es mir wichtig ist. Ich will, dass es gut ist. Ich möchte, dass es gut ist. Und meine Angst ist, wenn ich mich mit beschäftigt habe, wovor habe ich Angst? Ich habe Angst, dass ich nicht meinen Job gut mache. Das heißt, ich schaue, dass ich gut vorbereitet bin. Ich habe Angst, dass das Mikrofon ausfallen könnte. Ich frage nach, wo ist denn das Ersatzmikrofon? Ich habe Angst, dass ich einen trockenen Mund bekomme. Sage ich, okay, ich hätte gern ein Glas Wasser auf der Bühne. Und da gibt es all diese Dinge. Und das war aber so ein Prozess zu begreifen, ja, warum bin ich denn unruhig? Was habe ich denn für Sachen? Dass ich einfach für mich mittlerweile einen Prozess geschaffen habe, der einfach notwendig ist, dass ich mich wohlfühle. Aber der war nur möglich, weil ich begonnen habe, mich darüber zu öffnen. Aber, und ich bin gleich mit meinem Monolog fertig, das Schwierige war, ich habe mich erst darüber getraut zu sprechen, als ich ein gewisses Level für mich erreicht hatte, dass ich gedacht habe, es ist okay, mich da zu öffnen. Ich wünschte, ich hätte mit 15, 16, 17 gehört, natürlich bist du nervös. Das ist ganz normal, das sind wir alle. Nein, ich habe es immer als Schwäche gesehen und dadurch ist es von jedem Mal schlimmer geworden. Und dann wurde es auch irgendwann self-fulfilling, weil irgendwann denkt man, ich habe in 3 Wochen einen großen Auftritt. Was mache ich, wenn ich nervös wird? Uiuiui. Und plötzlich liegt man tagelang davor schon nachts wach, weil man Sorgen hat, dass Sorgen kommen, mit denen man nicht umgehen kann. Puh, das war eine weite Reise. Und ich denke, jeder von uns hat das bei irgendeinem Thema und sehr vielen. Ja, schade.
Also, dass man nicht darüber spricht. Also ich muss ja sagen, also du nennst das Monolog, ich habe es total schön gefunden, also wie du das, was du sagst, Markus, aber ich, also danke, ja, ich finde es total schön, dich auch für alle zu hören, weil ja, ich nehme dich auch als total souveränen Moderator wahr, mit dieser ruhigen Stimme irgendwie und so, dass da auch Unsicherheit dabei sein könnte. Klar, immer. Ja, ist auch dann überraschend, gell? Was ich mir auch immer denke, es geht total einher mit dem, was du gesagt hast, und das ist auch in der Literatur eigentlich so zu finden, dass all diese negativen Ängste ja was total Positives haben und sie haben auch einen Sinn. Und das war genau das, was du beschrieben hast, ja, nämlich bei der Angst ist eigentlich eines der positivsten Komponenten, ist, dass Angst unsere Sinne schärft. Und ich mache mir ja regelmäßig ins Hemd, ja, oder in die Bluse. Und dann denke ich mir halt auch die ganze Zeit, ja, okay, aber das Feine ist, deine Sinne sind jetzt geschärft, ja. Also ich bin bereit und ich performe meistens viel besser, wenn ich ein bisschen Knieschlottern habe, als wenn ich einfach total cool mich irgendwo reinsetze und mich das Ganze, und wie du gesagt hast, das ist dir wichtig, ja. Und ich glaube auch, dass gerade das andere auch mitbekommen. Deine Sinne sind geschärft, aber du schärfst damit auch die Sinne anderer, weil du ja ganz anders rüberkommst, wenn dir was bedeutet. Ja? Und das ist positiv. Also da hatte ich letztes Jahr im Dezember so einen Full-Circle-Moment. Sozusagen. Es ist einmal ganz drumherum gegangen. Seit 8 Jahren mache ich meine Pitch-Trainings und seit 7, 6 Jahren ungefähr rede ich auch über diese Angstbewältigung, wie man damit umgeht, weil ich das extrem wichtig finde. Und letztes Jahr hatte ich ein riesengroßes Event, das ich moderiert habe. Das war online, es wurde in 36 Länder parallel gestreamt und ich habe mit dem damals einer der erfahrensten Regisseure zusammengearbeitet, die ich bis dato hatte. Und dieser Regisseur kommt zu mir und sagt kurz vorher, und der selber auch Moderator ist, und er macht, wie gesagt, globale Fernsehproduktion und sagt zu mir, ohne dass er irgendwas wusste, gesagt, now I'm gonna tell you what I tell every host before he or she goes on stage. Und ich sage es mal auf Deutsch weiter. Und er sagt zu mir, schau, wenn du jetzt gleich auf die Bühne gehst, dann wird Fight or Flight einsetzen. Und das unterrichte ich selber. Aber es war so schön, es von ihm zu hören. Und ohne irgendeinen Auslöser hat es mir gesagt, Fight oder Flight wird einsetzen. Das heißt, der Flucht- oder der Kampfreflex wird einsetzen. Das wird bedeuten, dass du auf der Bühne anfangen möchtest, möglichst schnell zu reden und möglichst schnell zu atmen. Und was du jetzt machst, wenn es gleich losgeht, ist, dass du möglichst langsam atmest und möglichst langsam spricht. Und dann wird es auch gut sein. Und das Lustige war für mich, der hat es mir unaufgefordert gesagt. Und dass er mir gesagt hat, das sagt er jedem anderen Moderator auch. Und er arbeitet mit Moderatoren. Holy shit, das sind Leute, zu denen ich aufschaue. Und ich weiß noch, wie ich dort gestanden bin und war so, wow. Und ich habe mir nur gedacht, ich habe so viele Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Und es war einfach Weltklasse. Und das Lustige war, das war so eine Produktion, du musst dir vorstellen, ich stehe dann auf einer Bühne, das sind Kamerakräne, es ist komplett dunkel und du stehst dann 2, 3 Minuten alleine auf dieser Bühne, beziehungsweise mit meiner Co-Moderatorin, du darfst nicht reden, du darfst nichts machen. 2, 3 Minuten klingt jetzt nicht lang. Holy shit, die sind verdammt lang, wenn du nichts zu tun hast. Und dann hörst du 2 Minuten, 90 Sekunden und zeitgleich damit steigt das Stresslevel. Und wenn es dann geht, 3, 2, 1 los, du möchtest wie ein Laufpferd rausballern und du machst es aber nicht. Und du redest bewusst langsam. Und dann passiert aber was. Und das war so schön und so interessant, das von ihm zu hören, dass das einfach normal ist. Das war wie so eine Selbstbewältigung in dem Moment. Und ich hätte gewünscht, dass es jemand mitgehört hat. Deswegen erzähle ich die Geschichte so gerne. Und ja, ich verstehe nicht, warum so einfache Dinge nicht normal sind. Das sind ja einfach nur Knoten im Kopf, die wir über die Jahre entwickeln. Ja, was ich auch mir, also wenn ich jetzt, ich war jetzt gedanklich total in deiner Geschichte und habe das irrsinnig gut nachspüren können. Was ich glaube, was dann oft hilft, ist, wenn man genauso ein bisschen in diesen, ich weiß noch nicht, Fight or Flight, ja, Modus reingeht irgendwie, das Ganze erlebt. Und das Schöne ist, wenn das ein Erfolgserlebnis wird. Weil auf das kann man sich dann später wieder beziehen, ja, und sagen, damals, das habe ich gut geschafft. Das heißt, ja, ich kann das. Ich werde es das nächste Mal wieder können. Ich war von mir selbst überrascht. Ja. Und man überrascht sich ja immer wieder auch positiv. Nicht immer, aber auch. Und dass man das dann wieder in Erinnerung ruft, finde ich total wertvoll. Was mich aber jetzt da trotzdem, jetzt da wirklich um kurz in diesem Inhaltlichen zu bleiben, voll interessieren wird, ist,
diesen Punkt zu sagen, ja, ich will das machen, mich positiv darauf einzustellen, habe zum Beispiel, was mir noch nicht gelungen ist, wenn ich dann auf einer Bühne stehe, das ist jetzt ja online alles easier, aber wenn du auf einer Bühne stehst, wo viele Menschen unten sind, denen permanent in die Augen zu schauen und immer zu warten auf ihre Reaktionen und sich dadurch nicht verunsichern zu lassen. Es spornt mich an, mich so auszupowern, dass positive Resonanz kommt. Aber wie gehst du damit auch um, zum Beispiel, dass du da ganz bei dir bleibst? Es sollte, und das ist zum Beispiel so auch ein Thema, das zum Beispiel mich beschäftigt. Ich möchte immer allen recht machen. Je mehr Menschen in einem Raum sind, umso schwieriger wird es für mich. Ja? Je größer das Insta-Help-Team wird, umso schwerer wird es für mich. Alles wird schwierig. Wir haben 50 Psychologen gehabt, jetzt haben wir 200. Ich hätte gern, dass die 200 Psychologen sich so richtig wohlfühlen bei uns. Wie schafft man so eine Atmosphäre, die über 200 Personen gerecht wird? Und da merke ich für mich persönlich, es wird immer schwieriger. Auf der Bühne stehend, Publikum, ich hätte gern, dass jeder lacht, inspiriert ist, sich freut, keine Ahnung, ja, viel zu viel an Erwartungen vermutlich. An mich, auch an mein Umfeld, keine Ahnung, anscheinend irgendwo die Suche nach diesem vielleicht lieb gehabt, akzeptiert zu werden, dass man sich davon, also davon würde ich mich zum Beispiel einfach auch gerne mal frei machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, ist das vielleicht auch ein bisschen ein weibliches Thema, ist das auch ein Männerthema und wie seht ihr das? Also das ist eine super, super, super spannende Frage. Also ich habe für mich gelernt, dass ich zum Beispiel es nicht jedem recht machen kann. Und das ist für mich, ich bin ja eigentlich Marketer. Und im Marketing gibt es so einen wunderbaren Spruch, if you market to everyone, you market to no one. So, und diesen Spruch mag ich gerne. Und ich weiß, bei 200 Leuten, ich bin zum Beispiel eine polarisierende Person als Moderator, weil ich Dinge anders mache oder als Speaker. Und ich weiß, es wird im Raum immer welche geben, die sich von mir vor den Latz geballert fühlen. Zeitgleich weiß ich allerdings, ein Großteil der Personen, von denen ich rede, eben nicht. Und dann weiß ich, dass ich mich auf die konzentriere und das mache. Natürlich, wenn Leute rausgehen oder Leute etwas nicht mögen, das ist immer unangenehm. Das Lustige ist im Übrigen, meistens bei Veranstaltungen, wenn ich etwas moderiere und jemand steht auf und geht, denke ich, ach, der geht jetzt, weil ich schlecht bin. Wahrscheinlich geht die Person, weil sie aufs Klo müssen. Mhm. Weil sie einen Anruf bekommen haben, du, dein Kühlschrank ist offen, dein Kind muss vom Kindergarten abholen. Aber man denkt sich immer, oh, das bin wohl ich, weil ich gerade was echt Doofes gesagt habe. Und dann geht das Kopfkino los. Ich glaube, man kann es nicht jedem recht machen. Und das ist das ganz große Thema. Und natürlich, je größer etwas wird und je breitenwirksamer etwas wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass Leute etwas nicht mögen. Das finde ich aber auch voll in Ordnung. Und ich glaube, da muss man einfach nur quasi, man wächst ja auf diese Größe mit. Das ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen 200 Leute hat, die auf einen hören. Und man hat sich ja diesen Weg auch hin verdient. Und entsprechend, glaube ich, muss man auch immer zurückschauen, sich denken, wie bin ich dorthin gekommen? Durch das und das. Und dann bleibe ich auch bei dem, wie ich das mache. Natürlich immer mit der entsprechenden Reflexion. Aber das ist etwas Wichtiges. Markus? Ich glaube nicht, dass das ein rein weibliches Thema ist. Also ich habe das durchaus. Achso, nein, natürlich nicht. Das habe ich ganz vergessen. Ich glaube, dieses, es allen recht zu machen, ist natürlich quasi so ein Spektrum einer Dimension, die wahrscheinlich jetzt nicht binär ist, sondern wo es wahrscheinlich auch viel dazwischen gibt. Aber prinzipiell ist es ja auch etwas Gutes, dass man auf andere Menschen eingeht und dass man sich darum schert, ob es denen gefällt, ob es denen gut geht, weil ich glaube, das andere Ende des Spektrums sind die Leute, die einfach komplett auf alle anderen scheißen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt unserer Welt nicht unbedingt gut tut. Gleichzeitig habe ich die gleiche Erfahrung gemacht wie du, Daniel, dass es, und besonders wenn du jetzt angesprochen hast, 200 Psychologen, dass halt einfach mit einer, je größer die Masse an Leuten wird, die man auch mit innerhalb eines Frameworks glücklich machen will, desto schwieriger und unmöglicher wird das auch. Und wie du richtig sagst, irgendwann, glaube ich, kommt der Punkt, wo man sich ja irgendwie auch damit arrangieren muss, dass es irgendwo Kompromisse geben muss, dass es irgendwo auch Abstriche gibt, auch wenn das, glaube ich, für viele von uns schwierig ist. Ich wollte auch einen zweiten Punkt noch ansprechen, der vorher gekommen ist, weil was mir schon irgendwie sehr stark auch als Learning gekommen ist über die letzten Jahre, ist auch, wie stark halt eine gewisse Verletzlichkeit, eine gewisse Vulnerability auch eine Stärke sein kann und wie sehr das Leute auch menschlich macht. Also genau wie du erzählt hast, Danny, dass du in deinen Pitch-Trainings erzählst du auch, dass
du Angst hast und dass also du öffnest dich, du zeigst dich auch verletzlich, aber das macht dich menschlich, das glaube ich, ist auch etwas, was Leuten das viel zugänglicher macht. Und ich glaube, das ist bei vielen erfolgreichen Leuten auch ein Thema, dass sie diese sich öffnen und diese Verletzlichkeit aber auch als Tool nutzen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber prinzipiell, das kann auch eine Stärke sein. Ich glaube, genau das muss man auch gesellschaftlich stärker etablieren, dass sich Öffnen eigentlich etwas sehr Gutes und Positives auch ist. Das sehe ich auch so. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen wie Startups und Scheitergeschichten. Das Lustige ist, wenn du am Anfang stehst und du hast gerade jetzt ein Startup, das kurz davor ist, an die Wand geballert zu werden, dann wirst du nicht sagen, hey, es ist total super, uns geht es jetzt echt mies und ich lerne gerade voll viel draus, sondern du leidest und du sagst nach außen hin, es ist alles super, weil du quasi noch in diesem Überlebenskampf bist. Dann fährst du das Ding an die Wand, deine Wunden sind offen, die bluten, die eitern, dir geht schlecht, also jetzt übertrieben gesprochen, und irgendwann setzt diese Heilung ein. Die Wunden verheilen, es bilden sich Narben, es bilden sich auch manchmal nicht Narben, sondern es schließt sich komplett, und irgendwann wächst du so mental, dass du dann bereit bist, drüber zu reden. Und mir fällt auf, dass es meistens bei Menschen, die dann etwas Neues gefunden haben und ein neues Level an Bestätigung gefunden haben, und erst dann sind sie bereit, darüber zu reden. Das ist bei mir sicherlich auch so, weil ich jetzt mittlerweile über die Jahre einfach gelernt habe, okay, so funktioniere ich kann das, bla bla bla. Ich hätte sicher nicht damals drüber reden können. Ich hätte damals, als ich diese erste Fernsehproduktion gemacht habe, nicht sagen können, okay, wow, ich glaube, ich stehe kurz vor einer Panikattacke hier. Das hätte meine Karriere ruiniert. Und das wusste ich auch in dem Moment. Und ich habe erst diesen Abstand gebraucht, um das zu erkennen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses Henne-Ei-Problem, das wir haben bei dieser Thematik, ob das nun Fail-Culture ist, ob es Angstbewältigung ist, ob es psychologische Themen sind. Das Wichtige ist für mich allerdings, Menschen von vornherein zu sagen, das ist keine Schwäche. Und für mich war die wichtigste Erkenntnis, glaube ich, oder eine der wichtigsten Erkenntnisse in meinem persönlichen Wachstum war der Moment, wo ich erkannt habe, ich bin immer damit aufgewachsen, dass man Mut haben muss, dass man männlich sein muss, dass man sozusagen seinen Mann stehen muss, was sich ja auch grundsätzlich sicher als nichts Schlechtes an und für sich. Aber mir ging es um die Definition von Mut. Und ich dachte immer, Mut heißt keine Angst haben. Bis ich dann irgendwann für mich erkannt habe, nein, Mut heißt richtig Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Und das ist dieser Riesenunterschied. Das ist dieses, ich habe die Hosen voll, ich weiß, wie groß das Risiko ist und ich tue es trotzdem. Wie ein Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, die sagen, das Haus brennt, ich weiß, wenn ich dort reinlaufe, ich weiß genau, was passieren kann, ich weiß genau, wie gefährlich das ist, und die laufen trotzdem rein und retten eine Person. Das ist Mut. Die Person, die von außen etwas sieht, sich einer Gefahr gar nicht bewusst ist und einfach mal in ein brennendes Haus geht, das ist ein Idiot. So. Und das ist für mich diese Erkenntnis. Mut heißt, Angst zu haben, sich der Gefahr bewusst zu sein und es trotzdem zu tun. Und das hat für mich damals so einen richtig großen Klickeffekt gehabt. Und ich wollte noch einen Satz zu diesem Fight-or-Flight-Modus sagen. Für mich, wenn der einsetzt, ist das schon jedes Mal krass. Das ist ein komisches Gefühl. Der Mund wird trocken, die Hände werden feucht, der Herzschlag setzt ein, mein Magen fängt an zu grummeln, mein Hals fängt an, sich so ein bisschen enger zu fühlen. Aber was passiert, das hast du vorhin so lustig angesprochen, Bernadette, was passiert ist, dass mein Körper in einen Alarmzustand geht und ich weiß, egal wie müde ich bin, wie wenig ich geschlafen habe, all diese Dinge, die passieren, ich weiß, ich bin absolut auf Peak-Performance und ich weiß, ich kann das dann auch für mich umsetzen. Plus, ich habe gelernt, und das ist das Lustige, dass in dem Moment mein emotionales Zentrum ballert. Und ich weiß, in dem Moment, wo ich beginne, das zu tun, was ich kann, sprich reden und auch andere, die über Projekte, ihre Companies, ihre Ideen reden, in dem Moment fängt mein rationales Zentrum an zu sagen, ah, Moment, ich bin ja hinten. Ich fange auch mal an mitzutun und es beginnt, das Emotionale abzulösen. Ich weiß, nur eine Frage von 10, 20, 30, 40 Sekunden und dieser schreckliche Moment ist vorbei und ich sage es mir immer sozusagen, I'm on fire, und ich vertraue drauf, dass es passieren wird. Nur die meisten Menschen, mit denen ich rede, die sind sich nicht bewusst, dass das wird vorbeigehen. Fang einfach an zu tun and you are going to be fine. Das Lustige ist, es klingt so trivial, für die Erkenntnis habe ich wahrscheinlich 35 werden müssen und ich weiß nicht, wie viele hunderte Male mich brutal überwinden müssen, aber es ist so. Und das ist ja das Faszinierende an diesen Momenten. Das heißt, wenn dieser Fight or Flight einsetzt, ist es einfach nur mein Hirn, das mir sagt, hey, das ist jetzt total wichtig. Das ist mir jetzt total wichtig. Und es ist doch eigentlich schön. Würde ich auf eine Bühne gehen ohne das,
dann würde ich aufhören zu tun, was ich mache. Weil dann passieren Fehler. Dann ist es mir auch scheißegal. Und dann ist es auch nicht mehr richtig. Natürlich ist es manchmal mehr und manchmal weniger und ich kann mittlerweile gut damit umgehen. Aber es ist einfach wichtig. Es ist wie Fallschirmspringen. Wenn ich vom Fallschirmspringen nicht die Sorge habe, dass der Fallschirm nicht aufgeht, na, dann höre ich auf, den Fallschirm richtig zu kontrollieren. Oder? Und das geht dann ab und zu mal gut und irgendwann nicht. Oh, ja. Ein Punkt, der mir da auch auffällt, ist so ein Thema, wo ich total rebelliere, wenn es um das Thema Emotionen geht, ist genau das, was du gesagt hast. Als Bub ist mir immer gesagt worden, du musst mutig sein. Mutig, gut. Du darfst nicht Angst haben. Ah, Angst, schlecht. Ja, also und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir wirklich denke, das ist ja ein Wahnsinn, oder? Wir sind schon so weitergebildet und trotzdem kategorisieren wir Emotionen immer noch in ein System von positiv, negativ und erkennen gar nicht, dass diese Emotionen wirklich alle total erlaubt sind. Es gibt einen relativ frischen Research Stream, der zeigt dieses Thema Emotional Diversity auf. Ja? Der zeigt auf, wie wichtig es ist und wie viel emotional gesünder wir sind, wenn wir viele Emotionen spüren. Das heißt, wir sind nicht unbedingt gesund, wenn wir nur positive Emotionen spüren. Abgesehen davon, dass das gar nicht geht. Ja. Aber es ist eigentlich besser, wenn wir möglichst viel spüren und in dieser Palette irgendwo selbst wissen, wie wir mit der umgehen. Genau das, Daniel, was du beschrieben hast eigentlich. Ich spüre das und ich weiß, das passiert jetzt mit mir und du hast Coping-Strategien. Du weißt, was du tun kannst. Ja. Und natürlich, das Klassiker ist da immer Wut. Ja. Wut ist ja die Emotion, wo jeder sagt, na bitte weg mit der Wut. Ja. Also Wut ist ganz, 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 ganz schlecht. Wenn du wütend bist, hast du dich nicht unter Kontrolle. Du bist ein Tier, ja, um das übertrieben auszudrücken. Stimmt ja gar nicht. Ja. Und das ist ein Thema, das habe ich schon einmal angesprochen, aber das ist so ein ganz ein wichtige Emotion für Innovation wieder. Ja? Wenn du nie wütend wärst, wir würden nie irgendwas durchbrechen, wir würden nichts Neues machen, weil eh alles so gemütlich und nett und positiv ist. Ja? Und das zeigt wieder die Angst, wie du gesagt hast, ja, die schärft so viel der Sinne und sie gibt uns wieder Mut. Auch Angst kann uns Mut machen. Also das ist alles so miteinander verbunden und ich glaube, wir könnten da selbst auch mutiger werden, zu unseren Emotionen zu stehen und so wie wir jetzt hier im Raum total offen reden, in Summe offen zu sprechen. Und ich glaube, gerade im Startup-Umfeld würden wir uns, so wie in Formaten der Fuck-Up-Night, die ich übrigens traumhaft finde, ja, würden wir uns öfter ehrlicher begegnen, anstatt uns ständig zu sagen, wie super toll sich unsere Businesses nicht doch entwickeln. Ist ja eh fein, wenn es so ist, freuen wir uns drüber. Aber es ist nicht immer so und es ist nicht alles so. Es ist ja nicht immer alles ein Erfolg oder ein Scheitern. Es gibt Wege des oder Schritte des Erfolgs und dazwischen gibt es Schritte des Scheiterns. Und das alles liegt extrem nahe beieinander. Und ich glaube, würden wir hier auch in der Community und so weiter uns öffnen, gerade wenn wir innovieren wollen, müssen wir mutig sein. Diese Emotion, die gehört ganz wichtig dazu. Wir müssen ungeduldig sein, wir müssen ganz viel sein, was irgendwie unbequem ist. Und uns immer wieder irgendwo rauswagen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Da ist dann auch wieder so eine Frage, die mich jetzt gerade wieder beschäftigt, mein aktuelles Coaching mit meiner Psychologin. Wie viel Comfortzone brauche ich und wie viel Outside-the-Comfortzone sollte ich machen? Ich habe nämlich die Tendenz, immer Outside-the-Comfortzone Dinge machen zu wollen, weil mich die interessieren. Aber ich habe es dann irgendwann einmal gemerkt, das bin ich nur mehr Outside-the-Comfortzone, wo nehme ich dann irgendwo meine Ruhe her, ja? Also mein Selbstbewusstsein für diese ganzen neuen Felder und so. Das heißt, ich finde für mich jetzt gerade das Level an Themenbereichen, wo ich in der Comfortzone bin, um dann die Stärke zu haben für Themenfelder outside der Comfortzone. Ja? Und beides ist wichtig und wenn man Fortschritt will, muss man dafür offen sein. Aber ich glaube halt, dass wir alle Lernkurven haben. Ihr habt aus dem Gespräch jetzt da mit Markus und dir, Daniel, schon Punkte wieder mitgenommen, wo ich wieder weitergelernt habe. Und ich glaube, wenn wir immer wieder offen bleiben, könnten wir eigentlich vieles auch hier in der Lernkurve beschleunigen und vor allem, und das finde ich viel wichtiger, wir könnten es uns ein bisschen leichter machen, gegenseitig, weil wir uns selbst nicht diesen Erfolgsdruck gegenseitig aufoktroyieren. Ja, also da sind jetzt ein paar Dinge dabei. so fange ich an. Also ich würde am liebsten so drei Gespräche parallel gerade führen, die mich interessieren. Ich sage mal die Themen. Das Erste, was ich ansprechen möchte, ist, was du zuerst gesagt hast, war über das Thema Emotionen. Ich habe natürlich das Gefühl, wenn man alle Emotionen zulässt, irgendwann hindert man sich auch. Ich glaube, man muss wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, so viel Emotionen lasse ich zu und jetzt muss man sagen, okay, und jetzt muss ich sie auch irgendwie, das ist zu kontrollieren, das ist so mein Eindruck. Da wäre ich sehr neugierig.
Das andere Thema, was ich halt wahnsinnig spannend finde, ist, was du gerade gesagt hast, außerhalb deiner Comfortzone. Ich habe nämlich diese sehr merkwürdige Angewohnheit, dass ich gerne Dinge mache, die mir Angst machen. So. Und daran merke ich, dass ich wachse. Und du sagst, du machst Sachen außerhalb deiner Comfortzone. Ich glaube, das Problem ist allerdings, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr ungern ihre Comfortzone verlassen. Und das sehe ich aber auch für mich als Schlüssel. Für mich war es das Schlimmste in der Schule, vor Menschen zu sprechen. Dann habe ich irgendwann erkannt, ich muss das lernen. Und ich bin dann außerhalb meiner Comfortzone gegangen, bla bla bla. Ich habe sogar eine Schauspiel- und Sprecherausbildung gemacht, was ganz weit außerhalb meiner Comfortzone war für jemanden, der eigentlich nicht gern vor Menschen spricht, und begonnen zu moderieren. Aber das ist der Schlüssel. Ich habe aber nie begriffen, warum es Menschen gibt, die gerne außerhalb ihrer Comfortzone operieren und warum es Menschen gibt, die das nicht tun. Das wäre auch ein Thema, worüber ich gerne reden würde. Ich habe eine Halbantwort für mich, das ist Purpose, das ist einfach, weil ich es tun muss, weil ich merke, das ist mir so wichtig, dass ich auch bereit bin zu tun. Aber ich habe noch keine wirkliche befriedigende Antwort. Ich glaub, jetzt können wir uns überlegen, in welche Richtung wir gehen. Markus. Ich glaube, eine Hypothese könnte da auch sein, dass es halt auch auf Basis der eigenen Erfahrungen passiert. Ich glaube, es ist eine sehr mächtige Erfahrung, wenn du aus deiner Komfortzone mal rausgehst und dann auch mal dort ein Erfolgserlebnis hast und diese Learning Experience spürst. Ich glaube, gleichzeitig gibt es vielleicht auch Leute, die niemals diesen Schritt aus dieser Komfortzone rausmachen und dementsprechend auch nie diese Learning Experience haben. Und warum sollten sie das dann machen? Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch welche, die das einmal probieren und dann eine schlechte Erfahrung machen und das prägt dann das Bild. Aber ich glaube auch, dass, also ich kann gut verstehen, was du gesagt hast mit Bernadette. Ich glaube, es braucht eine gewisse Balance auch. Ich glaube, du brauchst irgendwie so dein Homeplate, dein Homefield, wo du dich wohlfühlst und wo du auch Energie schöpfen kannst. Und dann aber, glaube ich, ist es sehr gesund, dass man halt immer wieder diese Grenzen ein bisschen pusht und ein bisschen nach außen steigt und schaut, wie sich das anfühlt. Und also so dieses Iterative, ich glaube, das ist ein Weg, der viel Sinn macht. Auch wenn da mal was schief läuft, kann man ja wieder auf das zurückfallen, was man schon gut kann, und kann vielleicht darüber reflektieren, kann sich überlegen, warum ist das schiefgelaufen, und kann es dann noch einmal probieren. Ich glaube, dass dieser kontinuierliche, dieses Hin und Her und dieses Tasten, 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 ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Prozess auch. Ja, also ich stimme dir da voll zu. Ich glaube auch, dass das sehr viel mit Erfahrung zu tun hat. Die Frage ist, wann stürzt man sich in die erste Erfahrung? Und da ist, ja, ich meine, es ist immer, ja, ich sage es trotzdem, aufs Schulsystem kommen wir. Persönlich habe ich meine Schulzeit oft so erlebt, dass es sehr darum gegangen ist, keine Fehler zu machen. Und dann habe ich ein Pickerl bekommen. Ja? Und dieses Pickerl wollte ich unbedingt, weil ich war ja die Einzelstreberin. Ja? Und die Angst war, manchmal habe ich Dinge, weil ich sehr verträumt war. Ja? Also der Geolehrer hat auch immer den Schlüsselbund nach mir geworfen, weil ich anscheinend so verträumt war. Ja? Nach dir geworfen? Ja, ganz schlimm. Gell? Das wird jetzt ausgedeckt. In eurem Podcast. Und dann hast du den Schlüsselbund, da kann er ja dich ordentlich mit verletzen. Hat er nicht, also so gut hat er nicht geworfen. Aber ich bin zumindest aufgewacht aus meinen Träumen. Bernadette hat ihn gefangen und hat gesagt, na gut, dann gehe ich zu dir nach Hause. Das wäre cool, krass. Party. Ja, na und schön. Auf jeden Fall im Tagträumerin auf jeden Fall. Und da wären ja oft auch in der Schulzeit so Themen gewesen, oder, wo wir abgedriftet wären mit Potenzialen, die eh zum Beispiel der Markus mit Austrian Startups jetzt in Schulen wirklich forcieren möchte, hin zu Entrepreneurial Education, hin zu diesem unternehmerischen Mindset, ja, das wir da irgendwo auch verankern wollen. Und das, glaube ich, ist irgendwo schon auch wichtig. Ich erlebe jetzt, ich habe ja zwei kleine Söhne, einen Erstklässler und einen Zweitklässler, stolze Erst- und Zweitklässler der Volksschule. Und ich erlebe jetzt auch Schule neu, das freut mich total. Durch dieses Homeschooling kriegt man jetzt ja auch mehr mit vom Schulalltag und freue mich da total, dass wie Lehrerinnen jetzt auch anscheinend umgehen mit unseren Kindern und wie offen sie jetzt sind und diese Stärken und so weiter. Also ich denke mal oft, mein großer Sohn ist total entzückend, aber er ist so eine Rübe, ja? Also er ist irgendwie so ein Lauser. Ja? und dann hatten wir so ein Elterngespräch und ich bin gleich rein und habe gesagt, nein, wir können gerne total ehrlich reden, ich weiß, das ist der volle Lauser. Und dann hat sie gesagt, nein.
Und dann hat sie all das Positive gesagt und wie sie den einsetzt. Ja? Und da haben wir gedacht, Wahnsinn, wie cool ist das? Ich habe mir gedacht, das kriege ich gleich mal so einen Erziehungsauftrag mit und 5 Buchempfehlungen zum autoritären Erziehungsstil, der mir sicher fehlt. Und das hat mich halt mega, mega begeistert. Und ich glaube, dass da schon eine große Hoffnung auch drinnen liegt, dass wir mit unseren Kindern positiv arbeiten, unsere Lehrerinnen und Lehrer das jetzt auch stärker tun, weil wir dann bestärkter sind, diese allererste Erfahrung zu machen. Wo wir aber aufpassen müssen, ist, und das habe ich zum Beispiel jetzt in meinem Space, auch in diesem Mental Health Space, setze ich mir dafür ein, dass wir auf uns achten. Ich sehe aber auch hier wieder einen Gegentrend, den ich mit Vorsicht betrachte. Und das ist der übertriebenen Self-Care, die aus meiner Sicht dann schon so weit geht, dass die gesellschaftliche Verantwortung dabei wieder verloren geht. Weil wenn ich immer nur schaue, dass es mir gut geht, ich bei mir bleibe, ja. Was ist dann eigentlich mit den anderen? Ja? Wir werden auch immer wieder Dinge tun, finde ich, müssen oder wollen, die einem selbst, Stichwort Impfen, vielleicht nicht unbedingt gut tun, aber vielleicht der Gesellschaft schon. Und ich glaube, da ist auch dann immer wieder die Balance zu finden. Das gleiche Thema mit dem Thema, was wir jetzt angesprochen haben, mit diesen Grenzen. Ja? Borderliner wollen wir auch nicht werden. Ja? Also irgendwie so da immer in allen Bereichen die Balance zu finden, ist glaube ich, nicht immer so easy. Aber momentan finde ich, sind wir in einem Stadium, in dem wir durchaus mutiger, kräftiger, stärker, selbstbewusster werden sollten. Und nämlich in echt, weil das, was momentan stattfindet, ist ja oft so eine Selbstinszenierung, die aber nicht von einem Selbstbewusstsein getragen wird, sondern von ganz anderen Ängsten eigentlich. Ja. Ich finde, du hast total viele sehr, sehr spannende Punkte jetzt angesprochen. Vielleicht irgendwie auch alle ein bisschen berührend. Ich glaube auch, dass das Bildungssystem eine Riesenrolle da spielen kann. Und ich hoffe auch, dass die Initiativen, die wir jetzt setzen, da etwas bewegt. Ich glaube, ein anderer Aspekt, der da sehr prägend sein kann, ist schon die Pubertät und was dann halt dann oft dazugehört, auch so erste Kontakte mit dem anderen Geschlecht oder sei es auch dasselbe Geschlecht. Also irgendwie so dieses, weil das ist ja auch ein aus der Komfortzone rauskommen, dieses ich probiere jetzt mit, ob ich eine Chance bei einer anderen Person habe, ich probiere, das ist ein unglaubliches sich öffnen und das ist ganz stark auf Selbstwertgefühl, auf Identität basierend und ich glaube, wenn man da halt ein paar Mal einfahrt und ein paar Mal sich öffnet und den Schritt macht und dann kommt zurück, nein, sicher nicht, du bist nicht auf meinem Level oder was auch immer, weil das ist ja de facto ist das, was das passiert, ja, man probiert sich irgendwie gesellschaftlich in Stellung zu bringen und jemanden, einen Partner zu finden, wo man das Gefühl hat, der ist auf einem ähnlichen Level, auf einem höheren Level, was auch immer. Und das ist eigentlich ein sehr grauslicher Prozess auf gewisse Art und Weise auch. Und ich glaube, das ist etwas, was wiederum einhergeht mit dem, was du gesagt hast. Ich glaube, da geht es dann auch teilweise natürlich um die eigene Perspektive, aber es geht auch um die gesellschaftliche Perspektive. Und ich glaube, dass viele Selbstwertgefühle zerstört werden von diesen ja doch sehr harten Erfahrungen, die manche Leute als Teenager machen mit der Suche nach der ersten großen Liebe. Schönes Thema, ich war mal ganz ruhig. Ich fand, du hast komplett recht. Und für mich ist halt so die Frage, wie geht man denn damit um? Und ich glaube, dieses emotionale Resilienz Menschen beizubringen, ist extrem wichtig. Und ich glaube, aber ich fand das extrem spannend, was du Markus gesagt hast, was auch du Bernadette gesagt hast, dass es natürlich nicht darum geht, irgendwelche Menschen in die Welt zu setzen, die sozusagen, in Luftkissen gebettet sind, sondern Menschen, die auch durchaus mal einen Schlag abkönnen müssen. Jetzt habe ich das richtig. Und das ist gar nicht mal so einfach, Menschen das beizubringen und Menschen auch zu sagen, schau, natürlich geht es um dich und deine Träume, aber schau, es geht auch um andere und die musst du auch respektieren. Und das ist ein extrem schwieriger, extrem schmaler Grat. Und natürlich das Extremum ist, Markus, natürlich, wie du sagst, klar, wenn du dich beginnst, anderen Menschen zu öffnen. Und ich glaube, es gibt nichts Extremeres in der Pubertät, als wenn man dann jemanden interessant findet und vielleicht dann zurückgewiesen wird. Und das ist schon hart. Und das heißt, eigentlich ist so die Konklusion, da muss man so früh ansetzen,
dass die Menschen auch lernen, damit umzugehen. Denn wenn sie es nicht lernen, sind sie eigentlich für den Rest ihres Lebens doch euch durchaus schwierig geprägt. Das heißt, wenn man so ein bisschen subsumieren möchte, haben wir uns eigentlich schon längst geeinigt, dass es darum geht, dass man sich um psychologische Gesundheit nicht kümmert, wenn es schon alles kaputt gehackt würde, sondern eigentlich proaktiv mit dem Thema umgehen muss und nicht reaktiv. Und eigentlich muss man es ganz früh, ganz breitenwirksam erklären, so ein bisschen wie Zähne putzen und sagen, schau mal, putz deine Zähne, dann ist alles gut. Wenn du die Wurzelbehandlung brauchst, ist viel zu spät. Einfach nur täglich Zähne putzen und dann ist gut. Zahnseide ist auch richtig fein, dann wird es dir im Leben gut gehen. Das heißt, wir brauchen sozusagen Kinder, die den Umgang mit der emotionalen Zahnbürste lernen und der emotionalen Zahnseide. Das ist ein bisschen ein komisches Bild, das ich gerade zeichne. Wie machen wir das? Ja, genau dort, wie du gesagt hast, also wo fängt das Zähneputzen an? Mit dem ersten Zähnlein. vielleicht fängt es sogar schon früher an, nämlich, okay, jetzt bin ich bildlich voll drinnen, ja. bei der Mama, die das Baby dann im Bauch hat, ja, der sollte ja auch gut gehen schon. Ich glaube, das prägt uns ja schon pränatal, wie es der Mutter geht und der Familie geht. Wo ja auch viele Stressoren und so weiter ein noch im Babybauch befindetes Baby ausgesetzt ist. Gut, aber dann spätestens beim Zähneputzen sollten wir wirklich starten und eben idealerweise ja, jeder für sich eigentlich wirklich starten, so wie wir das ganz zu Anfang auch schon gehabt haben, eigentlich so dieses Thema Offenheit zu kultivieren, Toleranz zu kultivieren. Aufhören, Dinge zu kategorisieren. Ich glaube, das wird wichtig sein. Aber jetzt Ja. bin ich mal neugierig. Angenommen, da hört jetzt bei uns jemand zu, die sagen, ich habe da jetzt total zugehört, aber also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt muss ich mir jetzt einen Psychologen suchen. Ja, kann ich das überhaupt bezahlen? Die sind ja total teuer. Wo fange ich an? So quasi nach dem Motto, okay, ich habe jetzt schon eine Weile quasi meine emotionalen Zähne nicht geputzt. Da tut auch schon der eine oder andere Zahn ein bisschen weh. Und bleiben wir bei dem Zahnarztbild, dann gibt es viele Menschen, die sagen, ich mag da jetzt eigentlich gar nicht hingehen. Ich mag ja bloß nicht hören, ob meine Zähne schlecht sind oder wie auch immer. Das ist immer so eine gewisse Angst, eine gewisse Hemmnis. Wie können wir dort jemanden abholen? Wie kann man das überkommen? Ich glaube, dass wir, also wie kann man hier starten? Da gibt es unterschiedliche Methoden, einmal zuerst in sich reinzuhören, wie geht es mir ganz in echt, ja? Sich selbst zu beobachten. Ich glaube, das ist eine Übung, die könnte jeder mitnehmen. Sich einmal 7 Tage lang selbst zu beobachten und einmal reinzuspüren. Wir haben heute eh schon einige Emotionen angesprochen. Man könnte mal eine rauspicken, zum Beispiel das Thema Angst. Und das beobachten wir uns einmal eine Woche lang, wann wir Angst empfinden, im Kleinen, im Großen, und dokumentieren das kurz mit. Persönlich bin ich immer eine Freundin der Reflexion, deswegen ist InStyle auch im reflektiven Space angesiedelt und nicht im zum Beispiel Meditationsspace oder Sportspace oder so weiter. Ja. Ich glaube, es wäre sehr gut, aber das sind auch super Sachen, ja, also sich sportlich zu betätigen, sich mit Personen zu treffen, offen auszutauschen, zu meditieren, das sind auch alles sehr wertvolle Zugänge. So, ich sage jetzt da trotzdem meinen, weil ich gefragt worden bin. Ich würde das wirklich jetzt eine Woche lang beobachten einmal, zum Beispiel eine Emotion oder etwas, wo ihr merkt, da drückt der Schuh. Das könnte auch ein Beziehungsproblem sein. Einmal zu beobachten, wann drückt es, wann tut es mir weh, wann geht es mir nicht gut damit. Parallel, ich persönlich mache es immer auch mit einem Positiven, weil ich immer glaube, mit dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen, das beschäftigt uns dann vielleicht auch mal zu viel. Ja? Deswegen, parallel dazu würde ich immer eine positive Schiene mitziehen lassen. Also zum Beispiel könnte man jetzt die Angstschiene eine Woche ziehen und parallel dazu, was hat mich dankbar gemacht? Ja? Da gibt es auch das wunderbare 3-Minute-Journal, das ist eh hyped. Ja? Und brauche ich aber gar nicht kaufen, das kann ich selber in ein Word-Dokument eintragen. Und dann einfach einmal mitzudokumentieren in diesen beiden Streams, wie geht es mir, wann spüre ich das, wie spüre ich das, warum spüre ich das. Dann kann man selbst einmal auf die Fragesuche gehen. Und einmal mit sich selbst ins Zwiegespräch gehen. Ich kann auch mit Personen, die mir nahestehen, wo ich das Gefühl habe, da können wir uns offen austauschen, darüber sprechen, sie fragen, wie sie das wahrnehmen, und damit auch schon für mich neue Strategien entwickeln. Ich glaube aber auch, und das ist jetzt leider in der jetzigen Corona-Zeit, schon auch in Ordnung, wenn ich sage, ich persönlich habe so das Gefühl, ich drehe mich da im Kreis, meine Gedanken sind so negativ, ich komme aus dieser Spirale
mit der eigenen Kraft nicht mehr raus, in der Früh aufzustehen, ist wirklich ein bisschen eine Herausforderung. Meine Traurigkeit übermannt oder überfraut mich so, dass ich das Gefühl habe, sie nimmt mir den Atem und die Freude am Leben. Wenn es so weit ist, dann glaube ich, ist es auch ein mutiger Schritt, weil wir haben über Mut gesprochen, sich professionelle Hilfe zu holen. Das heißt deswegen noch nicht, dass man eine krankheitswertige Störung hat. Bis dorthin dauert es noch lang. Aber da früh genug anzusetzen, und einmal in ein Gespräch zu gehen, um neue Handlungsstrategien kennenzulernen, diese Coping-Strategien zu erlernen, gemeinsam zu reflektieren und zwar in eine Richtung, die einen weiterbringt, das macht aus meiner Sicht dann durchaus Sinn, ja, und ist auch wichtig. Und ich glaube, das Thema ganz auch offen auch wieder im Freundeskreis vielleicht auch zu thematisieren, weil das sind ja auch wieder Phasen, wo man es einmal braucht, so wie manchmal auch einen Nachhilfelehrer, den wir auch manchmal brauchen. Und wir sind deswegen trotzdem exzellente Schüler. Und was ist überhaupt ein exzellenter Schüler und wollen wir das überhaupt sein? All das ist sowieso mal dahingestellt, ja. Aber ich denke einfach so hier für sich selbst einmal bewusst Zeiten zu schaffen, nachzudenken, Zeiten zu schaffen, sich selbst zu beobachten im ersten Schritt. Im nächsten Schritt kann man auch sein Umfeld beobachten, kann man die Dynamiken miteinander beobachten. Und ganz wichtig, und das wissen wir oft ja gar nicht, auch zu reflektieren, wo will ich eigentlich hin? Ja? Oft sind wir unzufrieden, aber dann auf die Frage, ja, was willst du denn eigentlich, wissen wir gar nicht die Antwort. Ich glaube, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, was macht mich zufrieden? Ich sage jetzt nicht immer glücklich, ganz bewusst, sondern was macht mich zufrieden? Und dann vielleicht auch, vielleicht idealerweise nicht diese Riesenblöcke zu sehen, von wegen eine Professur auf dem MIT oder so, sondern idealerweise Glücksmomente, positive Momente im Kleinen zu sehen. Ich würde gern eine Stunde intensiv mit meinen Kindern ganz im Jetzt verbringen und ihnen komplett meine Liebe zeigen, die ich für sie spüre. Und das wird mich zufrieden machen, wenn ich das einmal die Woche voll schaffe. Ja, ich glaube, solche Ziele irgendwo für sich zu wissen, damit man zum Beispiel mein Ziel befriedigt, ich wäre gern eine gute Mutter. Ja, super, was ist denn das eigentlich? Ja, das muss ich mir für mich einmal zurechtlegen, was das für mich heißt, dass ich das für mich erfülle und dann kleine Portionen rauskristallisieren, herausarbeiten, wie ich das im Alltag umsetzen kann. Das Lange finde Antwort, sorry. ich, na, ich finde das fantastisch. Also ich finde das fantastisch. Und vielleicht so ein paar Sachen, die ich noch on top stellen möchte, in aller expliziten Form. Du hast irgendwann nebenbei noch erwähnt, dass du auch selber immer mal wieder mit jemandem sprichst. Da nickt sie, weil es ja, also ist ja auch ein Das Podcast. ist ja Also ein Podcast. richtig. Ja. Ja. Und das finde ich ja so interessant. Das habe ich auch schon gemacht. Und das Lustige ist, ich glaube, das Bild ist immer, dass Leute denken, dort gehst du hin, wenn du total verrückt bist und wenn du schlecht bist und das. Aber auch das sehe ich so wie zum Zahnarzt. Du gehst ja, wenn du gesunde Zähne hast, gehst du zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Der schaut dann rein und sagt, oder sie sagt, alles gut. Und die Menschen mit den besten Zähnen sind die, die am regelmäßigsten zum Zahnarzt gehen. Die Menschen mit den schlechtesten Zähnen, das sind die, die nie zum Zahnarzt gehen. So, und wenn man diese Analogie mal verwendet, dann komme ich zu der sehr offenen Frage, zu der ich eine sehr klare Antwort habe. Wer sollte denn in irgendeiner Form sich mit psychologischen Themen beschäftigen? Und meine Antwort wäre, na jeder, so wie Zähneputzen. Siehst du das auch so? Ich sehe das auch so und möchte eine psychologische Message dazu anhängen. Das Ganze muss leistbarer werden. Ja. Es muss in ein Gesundheitssystem verankert werden. Ja. Warum glaubst du, ist das derzeit noch nicht der Fall? Weil ich habe jetzt auch gerade wieder auf Twitter einen sehr bewegenden Thread gelesen von einer jungen Frau, die erzählt, was für Kosten für sie gerade auch anfallen an psychologischer Beratung und Behandlung. Und wo halt die Krankenkasse nur minimalst das deckt. Ich finde zum Beispiel die Analogie mit dem Zahnarzt spannend zu sagen, vielleicht ist einmal ein erster Schritt zu sagen, jeder kann, so wie es die Kasse zahlt, dass man zweimal im Jahr zum Zahnarzt zur Kontrolle geht, kann man auch zweimal im Jahr zum Psychologen gehen, aber darüber hinaus schon auch die Cases, die dann mehr Behandlung erfordern oder ja, halt regelmäßigere Besuche, dass das auch mehr eine Leistung wird. Warum glaubst du, ist das nicht bisher der Und Fall? vielleicht noch Kostenfrage. on Eine top noch Kostenfrage ist es. ganz kurz nur eine Frage, Entschuldigung, wenn ich dort unterbreche, ist für unsere Hörerinnen und Hörer, die sehr neu bei dem Thema sind, was kostet denn so ein Besuch? Bei InstaHelp oder Nein, nein, überhaupt? nein, also bei einem Psychologen oder bei einer Psychologin, weil du sagst, Markus, große Kosten. Ja, also online, zum Beispiel ist bei uns bei InstaHelp sind es 69 € für 50 Minuten.
Vor Ort ist es zwischen 80 und 120 Euro. Und das ist natürlich dann auch, ich meine, ich finde eine sehr gerechtfertigte Summe, aber eine sehr stolze Summe. Angenommen, ich bin 17 Jahre alt, habe Probleme mit meinen Eltern und suche diskret Hilfe und ja, dann höre ich das, da muss ich so und so viel. Das ist dann natürlich auch tricky. Absolut. Also das ist für uns auch so ein strategisches Ziel, muss ich sagen, dass wir hier eine Gleichheit finden im Zugang. Also dieses Inclusive Health-Thema. Ja, es sollte eigentlich niemand ausgegrenzt werden. Wir sehen zum Beispiel durch diesen digitalen Zugang, dass wir Zielgruppen erreichen, die sonst nicht zum Psychologen gingen, weil es so niederschwellig ist. Stichwort Männer. Wir haben sehr viele Männer, überdurchschnittlich mehr als in der Vorortberatung. Das ist sehr positiv zu sehen. Das heißt, einerseits dieses Komplementäre aufzubauen, digital und vor Ort. Beides ist nämlich sehr wichtig. Ich finde auch die Vorortberatung eine sehr, sehr schöne Form und manchmal die absolut richtige Form, gerade in der Behandlung. Nicht alles ist online abdeckbar. Aber ich finde vor allem, dass diese Leistbarkeit absolut gegeben sein muss. Es sollte keine Hürde sein, dass ich auf meine Gesundheit nicht achten kann. Da ist wieder so ein Thema, ja, wir gehen immer in die Behandlung. Wir übernehmen, glaube ich, weiß nicht, 35% in der Behandlung. Das heißt, wenn ich eine krankheitswertige Störung habe, juhu, 35% sind gar nicht viel, weil diese therapeutischen Maßnahmen sind dann noch teurer. Und dann musst du die auf einen längeren Zeitraum durchführen, damit du wirklich auch gesunden kannst. Und da ist es viel, viel, viel zu spät anzusetzen. Viel besser wäre es, früh anzusetzen und vor allem auch frühzeitig anzusetzen. Psychische Erkrankungen manifestieren sich im Jugendalter. Idealerweise würden wir in so einer Altersspanne ansetzen, mit einem breiten Angebot. Ja, zum Beispiel könnte man starten einfach nur mit dem Thema Health Literacy, ja, Mental Health Literacy. Das würde schon viel helfen, wenn wir wie damals auch eine ganze Verhütungskampagne gezogen haben, eine AIDS-Kampagne gezogen haben über ganze Schulstufen hinweg. Genau das, finde ich, bräuchte es jetzt in der Corona-Zeit oder mitten in diesem Wirrwarr, in dem wir uns da jetzt befinden, emotional, bräuchte es aus meiner Sicht solche Kampagnen jetzt auf Mental Health-Ebene. Und dann dahinter ein System, das greift für jene Personen, die hier wirklich einen Schritt mehr brauchen. Und einmal für eine gewisse Zeit eine Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, wie sie eben auch beim Zahnarzt die Behandlung kriegen, weil sie es gerade brauchen. Und da sollte ich nicht überlegen müssen, kann ich mir das leisten und wie viele Einheiten kann ich mir leisten, sondern das sollte vielmehr die Frage sein, zu wem gehe ich? Ja? Wen vertraue ich mich an? Wo finde ich gute Personen? Das sollten die Fragen der Zukunft sein. Und Ja? was ich so interessant finde, ist, wenn man das nochmal weiterspinnt, ist natürlich, wenn man sich anschaut, wie viele psychosomatische Erkrankungen es gibt, wie viele Menschen Rückenschmerzen haben, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, wie auch immer, und die sie regulär, also quasi wie heißt es, mit der Schulmedizin probieren zu behandeln. Und die Antwort ist aber in Wahrheit, dass es psychologische Ursachen hat. Dann würde man ja eigentlich auch den gesamten Gesundheitsapparat ja mittel- bis langfristig entlasten, wenn man frühzeitig dort ansetzen wird. Und ich verstehe das nicht, warum das nicht passiert. Und wie gesagt, im Land von Sigmund Freud kann ich das noch immer nicht nachvollziehen, wann war Sigmund Freud aktiv? 1880 meines Erachtens, so roundabout. Sagen wir mal, so rund 140 Jahre nach seiner Wirkungszeit, die Zahl wird falsch sein, man möge mich korrigieren, dass es ein stigmatisiertes Thema ist. Das ist doch ein Irrsinn. Aber Bernadette, was mich interessieren wird, weil du kennst wahrscheinlich das System dahinter besser als wir. Was bräuchte es, weil ich glaube, rein logisch gesehen sollte es ein sehr einfacher Narrativ sein, weil ja, okay, es wird wahrscheinlich einiges kosten, aber diese Kosten kommen, und ich glaube, das kann man gut abbilden, langfristig definitiv mehr als zurück über die Effekte, die dadurch erzielt werden. Braucht es da mutigere politische Entscheidungsträger? Braucht es da bei den Krankenkassen, brauchen wir ÖGK jemanden mit mehr Vision? Brauchen wir bei der Ärztekammer jemanden, der da mehr Druck macht? Was könnte der ausschlaggebende Faktor sein, wenn man sich das als Ziel nimmt? Es bräuchte eine mutige Entscheidung. Okay. Ich glaube, das allgemeine Agreement ist da. Nicken erfahren wir immer, egal ob wir bei Unternehmen sind, ob wir bei politischen Stakeholdern sind. Und das ist ja mal grundsätzlich positiv, weil ich muss auch dazu sagen, vor 3 Jahren war das nicht der Fall. Da habe ich ganz viel Kopfschütteln erlebt, wenn ich über das Thema gesprochen habe und ganz viele Neins gehört. Das hat sich stark geändert und so traurig die Pandemie in Hinsicht auf psychische Gesundheit ist, so positiv ist vielleicht
das, was wir daraus mitnehmen, ich nehme das Learning, dass die Psyche eine Bedeutung hat und dass wir das nicht einfach negieren können und mehr wegschauen können. Es wird uns immer transparenter werden. Ich befürchte nur leider, es braucht leider, Thema psychische Gewalt an Frauen, massiv zugenommen. Ja? Suizid, zugenommen. Überall liest man das und ich fürchte wirklich, dass es noch mehr solcher Schlagzeilen braucht, dass der Druck immer ein höherer wird, damit man nachher einfach nur mehr handeln muss und gar nicht mehr irgendwie einen Spielraum hat. Persönlich sehe ich das leider, dass der Druck derzeit noch nicht groß genug ist. Anscheinend auch die Lobbys dahinter nicht stark genug sind, um diese Themen weiterzubringen. Das Agreement wäre da, aber wirklich jetzt die Aktion, Budget dafür in die Hand zu nehmen, gerade jetzt, wo natürlich budgetär alles sehr, sehr eng wird, ja, das sehe ich momentan nicht gegeben. Und da sehe ich, muss ich auch dazu sagen, in Österreich in Summe, was das Gesundheitssystem betrifft, hoffe ich sehr, dass wir diesen Schwung der Corona-Zeit auch wirklich positiv für uns mitnehmen, weil da könnten wir sehr viel Positives mitnehmen. Wenn ich da nur kurz reinschlagen darf, was du noch mit der Corona-Zeit angesprochen hast, in Wahrheit ist ja, wenn ich es richtig verstehe und bitte korrigiere mich, ist ja Corona auch ein bisschen ein Massentrauma, das dort ausgelöst wurde, dass plötzlich Hunderttausende, Millionen Menschen zu Hause sitzen, alleine mit ihren Ängsten, Kinder und Jugendliche in Isolation sozusagen verbringen und sehr natürliche Entwicklungen ausbleiben, weil viele seit einem Jahr, anderthalb Jahren nicht mehr unter ihren Gleichaltrigen sind. Das heißt, überspitzt formuliert, aber ich glaube, es ist nicht überspitzt, aber bitte korrigiere mich, sehen wir diese Massentraumatisierung, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren und Jahrzehnten sich wahrscheinlich manifestieren wird. Das heißt, jetzt hätten wir, um bei der Zahnarztanalogie zu bleiben, wahrscheinlich die Möglichkeit, noch relativ leicht etwas zu tun, versus wir negieren das, was gerade passiert, um dann mit richtig massiven, massiven Problemen uns rumzuschlagen. Wäre meine These. Genau. Wunderschön. Ja, schön, dass wir das geklärt hätten. Das ist ja a bright future. Sehr positiv. Schön. Ja, ja aber das ja. ist ja dann aber, auch so ein Moment. Aber das Gute ist, ja, aber das Gute ist, wir sind ja nicht nur von politischen Systemen abhängig, sondern wir sind ja auch Eigeninitiativ. Ja. Und ich glaube, das könnten wir positiv mitnehmen. Wir können ja mit uns selbst und von bottom up auch sehr viel bewegen. Und das sollten wir tun. Gut, ja. Das tun wir. Jetzt erzähl mir mal, bevor wir da zu unseren Moonshots und Predictions kommen, erzähl mir mal, wann ist ein guter Zeitpunkt, sich InstaHelp anzusehen? Weil Leute sagen, okay, ja, cool, jetzt haben wir eigentlich fast nicht über InstaHelp gesprochen, was ich aber auch völlig okay finde, weil ich meine, wir haben ja über die gesamte Thematik gesprochen. Für wen ist InstaHelp gedacht? Wann sagst du, okay, wenn du jetzt zugehört hast und du bist an diesem Punkt, schau mal drauf. Ich glaube, wenn du Lust hast und dich dieses Thema interessiert, und du dich da irgendwie angesprochen fühlst, glaube ich, kannst du jederzeit bei InstaHelp vorbeischauen. Ich glaube, dass zum Beispiel unser Instagram-Feed immer wieder so kleine so Mental Health Bites gibt für den Alltag, kleine Fragestellungen, kleine Tricks, ja, kleine Videos. Unser YouTube-Kanal zum Beispiel bespielt auch unterschiedliche Kampagnen, Themen. Die kann man sich auf jeden Fall immer zu Gemüte führen. Und dann, wenn du sagst, du möchtest einfach mit dir arbeiten, an dir arbeiten, du möchtest Themenfelder besser verstehen, dich besser verstehen und vielleicht möchtest auch etwas verändern und weiterkommen, einen Schritt, dann könntest du ja auch einmal mit Freude InstaHelp für dich ausprobieren und schauen, ob dir das gut tut, wie dir das taugt. Du wirst da gematcht mit Psychologinnen, mit wenigen Schritten. Das ist ein Matching wie auf Parship oder Elite-Partner. Kommen wir wieder zum Liebesthema von Markus. Und das sollte alles keinen Kummer bereiten, sondern Freude machen. Nämlich du kriegst dann eigentlich so eine Best-of-Auswahl an Psychologinnen, wo du schon online ein Profil siehst. Du kannst ein Video anschauen, um ein Gespür zu bekommen. Wir wollen diesen Prozess möglichst transparent für dich auch halten. Und dann einfach das einmal auszuprobieren, glaube ich, kann nicht falsch sein. Also in seine Gesundheit zu investieren oder einmal was auszuprobieren, kann auf jeden Fall nur gut tun. Ja, und deswegen würde ich sagen, dann passt es ganz gut. Ja. Cool. Schön. Unbedingt mal anschauen. Du, ich, Markus. Ja, wir haben ja jetzt immer unsere Speedround. Und da wollte ich ja mal reinspringen. Ja, du hast jetzt einiges erlebt in den letzten Jahren. Was war in deiner bisherigen Laufbahn dein größtes Learning? Mein größtes Learning war Demut und Dankbarkeit.
Das habe ich mit meinem älteren Sohn bei seiner Geburt kennengelernt. Und das ermöglicht mir jetzt, alles in Relation zu sehen, nämlich in einer positiven Relation zu sehen und einfach happy zu sein, dass so vieles so gut läuft. Und das Thema Gesundheit ist eben für mich inzwischen das oberste Thema. Ja. Gibt es irgendeinen Lifehack, den du vielleicht mit der Community teilen willst? Ein Lifehack ist so ein Erlebnis, was irgendwie cool war, oder? Ja, oder irgendein Trick in deinem Alltag, wo du sagst, hey, das hat mir unglaublich geholfen, sei es, ich nehme jeden Tag eine kalte Dusche. No idea, ja. Ja, natürlich, ich sage jetzt, und das meine ich ganz ehrlich, ja, diese Insta-Beratungen haben mich wirklich weitergebracht. Also ich bin aus meinen Denkmustern ausgebrochen und es taugt mir total, einfach da auch meine eigenen Perspektiven größer zu machen und auch so ganz tiefe Themen anzusprechen und bin jetzt voll überrascht, was dann rauskommt. Persönlich gesehen ist so ein Thema, was ich für mich mitgenommen habe, dass ich mir mehr trauen kann. Ich habe so viel, also ich bin oft so verkopft und denke mir so viel im Vorhinein, was wäre, wenn, da, 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 und die ganze Maschinerie läuft los. Und in der Zeit hätte ich es schon längst machen können und einfach einmal mich probieren können. Und ich wäre eben, das war das Thema heute schon einmal, ich habe mich immer wieder auch positiv selbst überrascht. Und auch wenn ich mich negativ selbst überrascht habe, habe ich daraus auch sehr Gutes mitgenommen. Und ich glaube, dieses schneller ins Doing zu kommen, ist für mich ganz wichtig und mir mehr zuzutrauen. Was ist dein Lieblingsbuch oder vielleicht eine Buchempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer? Ich selbst, eben, ist vielleicht, da gibt es immer Tausende, ja. Aber das, was ich gerade lese, ist Split Scaling. Das finde ich ganz cool. Weil es nämlich ein bisschen konträr ist, weil ich eher, komme mal vor, genau das andere System gerade aufbauen mit Insta, nämlich eher so ein nachhaltiges Wachstum und Unternehmen. Und dort wird genau dieses eben vorsichtige Denkmuster durchbrochen in diesem Buch und man zeigt auf, wie Unternehmen in irrsinnig rasanter Zeit ihre Unternehmen in die Skalierung bringen. Und wie du hier auch zum Beispiel das Thema Organisationsentwicklung parallel mitbetreiben solltest, das ist für mich gerade ein bisschen Eye-Opening, weil es neu ist und mir gerade sehr taugt, aber ja. Wenn du nachts nochmal irgendwo hin musst und du mit der großen Zehe unter der Tür hängen bleibst, so richtig böse und fies, was ist dein Lieblingsschimpfwort? Also in dem Fall wäre es au, ja, da würde ich nicht schimpfen. Okay, dich schneidet jemand richtig böse beim Autofahren und nimmt dir den einen Parkplatz weg, den du seit 12 Minuten suchst und bist eh schon zu spät. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Ja, ich schimpfe nicht so viel, muss ich ganz echt sagen. Ich würde wahrscheinlich gar nichts sagen, aber ich würde mir innerlich denken, du Idiot. Ja. Okay, jetzt werde ich aufhören, andere Szenarien zu beschreiben. Fair enough, das sagt auch viel, das finde ich gut. Haben wir noch was, Markus? Nein, wir kommen zu Mundschutz und Predictions. Genau, die Predictions, wie gesagt, ist etwas, was das wird deiner Meinung nach auf jeden Fall passieren. Ein Moonshot ist etwas, was sehr weit weg ist, vielleicht sogar mit dem heutigen Denken noch unmöglich, aber dadurch, dass du es ausformulierst, wird es möglich. Gut, die Prediction, Negative Prediction, ist das, was wir heute schon skizziert haben, dass wir beim Thema mentale Gesundheit viel zu reaktiv sind, anstatt, mein proaktiv ist ja schon lange nicht mehr, aber aktiv zu werden. Da hoffe ich, dass wir diese Prediction nicht erfüllen, sondern jetzt schon aus diesem tollen Podcast in die Aktion treten, und zumindest bei sich, bei uns selbst beginnen. Was Schön. der, was der, was der Moonshot ist, ihr habt ja gerade an dein Zähneputzen gedacht, gell? Und warum auch immer, ist mir dann ein Gespräch gekommen, das ich gestern geführt habe, bei einer tollen Veranstaltung zur Standardstrategie 2040 des BMDW in Graz. Und da habe ich erfahren, dass die TU Graz, also die Technische Universität Graz, inzwischen Toiletten für Transgender bauen oder gebaut haben. Ich glaube, die gibt es schon. Und ich weiß, das ist ein bisschen random, ja, aber ich habe mir gedacht, Wahnsinn. Ja, ich finde jetzt nicht die Toilette an sich so cool. Ich finde einfach diese Symbolkraft, ja, so etwas auf einer technischen Uni noch dazu, ja, man höre, aufzubauen, einfach cool. Und da wäre mein Moonshot irgendwie der,
dass wir wirklich es schaffen, zu so einer inklusiven Gesellschaft heranzuwachsen, die sehr tolerant ist. Und dass wir jetzt nicht nur Räume für all unsere unterschiedlichen Interessen und Hintergründe finden, auch Religionen, Werte, sondern auch Räume, in denen wir reflektieren. Also ich hoffe ganz stark, dass wir als Mensch durch das all Technologie- und Leistungsgetriebene nicht unsere Reflexionskraft verlieren, weil ich glaube, dass darin eine ganz große Stärke liegt und würden wir die nützen. Und wir können ja groß träumen jetzt, oder? Diesen Moonshot zumindest, glaube ich. Unbedingt, Glaub ich unbedingt. das. Würde es halt total schön finden, wenn wir es schaffen, auch zum Beispiel eine Wirtschaft auf gute Beine zu stellen, aber eben jetzt da viel mehr diese gesellschaftlichen Purpose mit zu verankern und den jetzt nicht irgendwie als Disclaimer, sondern wirklich im Herzen tragen. Ja, okay. Schöner Mundschutz. Bernadette, it was a pleasure. Es war wirklich, also zumindest aus meiner Perspektive, ein wirklich, wirklich schöner Podcast. Es hat Spaß gemacht, genau diesem Deep Dive so zu gerecht zu werden, was der Sinn und die Intention war, dass man in ein Thema tief eintauchen kann und es aber auch wie ein Gespräch unter Freunden gestaltet in aller Offenheit. Das war wirklich schön. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank an dich dort draußen, wenn du zuhörst. Podcast at austrianstartups.com, wenn du Feedback hast. Schau dir InstaHelp an. Das ist sicherlich nicht schlecht. Und wir hoffen, dass du vielleicht auch aus diesem heutigen Gespräch wegnimmst, dass der die Gesundheit zwischen deinen Ohren mindestens so gesund oder so wichtig sein muss wie die Gesundheit in deinen Zahnzwischenräumen, wollte ich sagen. Aber das fand ich dann doch ein bisschen zu sperrig. You get the idea. Wenn du jetzt noch zuhörst, hast du eh verstanden. Ist gut, tu es. Arbeite auch daran. Und in dem Sinne, take care, stay safe, and it was a real pleasure. Und wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Dankeschön und bis bald. Bye bye.